Ja, welche Frage hätte ich gerne gestellt bekommen und wie ist die Antwort? Das ist etwas, das mich natürlich seit Jahren interessiert. Ich habe so viele Fragen als Künstler beantworten dürfen in der Vergangenheit, dass ich sie eigentlich schon ein bisschen auswendig kenne und ich damit angefangen habe vor Jahren. Das war, ich glaube, 1984, warte, das muss ich überlegen, vielleicht 86, das erste Mal ein Interview mit mir selber geführt habe. Jetzt habe ich glücklicherweise ja zwei Namen, Werner Zielmann und Wetz. Und so habe ich herausgefunden, dass die Interviews eigentlich meistens so stattfinden, dass der Werner Zielmann fragt, was der Wetz dann beantworten kann. Und die Fragen muss ich also nicht lange überlegen, ich höre sie so viel. Ich bin oft mit dem Publikum konfrontiert in meiner Kunst und kenne also so die Fragen, die ich dann dem Wetz stellen kann. Und jetzt gibt es natürlich darunter Fragen, die ich mir selber auch immer wieder gerne stelle. Und das ist zum Beispiel die Frage, was soll das alles, diese Energie, die ich da die ganze Zeit investiere in diese Kunst, oder? Und ich frage mich, woher das ganz genau kommt. Ist es ein Wunsch der totalen Selbstdarstellung oder ist es ein inneres Bedürfnis? Und ich habe mir die Frage also wirklich schon oft gestellt und stelle mir sie auch immer wieder. Was soll das, diese Energie, die ich da immer hinein investiere, mit auch ein bisschen gesundheitlichem Schaden, das spüre ich ja bei so viel Kaffee und Zigaretten und Aktion. Und dann merke ich, es ist da, um die Welt zu verbessern. Diese Idee habe ich. Ich habe die Idee, die Welt zu verbessern. Und das habe ich nämlich schon als kleiner Bube die Idee gehabt und das ist eigentlich in der Pubertät weiter angewachsen und es ist bis heute eigentlich noch stärker geworden, die Idee, diese Welt wird verbessert. Eine Weltverbesserungsidee und ich mache weiter damit, es wird weiter, wird dieses Ganze verbessert, auch wenn es nicht allen passt, verbessere ich diese Geschichte weiterhin und ich sage euch, ich werde sie wirklich auch mit Liebe und Zuneigung weiterhin verbessern.